Ja, hi, Robert hier. Ja, das war Eugene 6975. Ich bin sehr zufrieden, sitze jetzt hier am Flughafen und warte auf meinen Flug nach Hause. Nochmals 19 Stunden unterwegs, natürlich ein bisschen anstrengend. Ja, die Bedingungen in Eugene waren sehr, sehr gut. Wir hatten Sonne, wir hatten Wind, zwar nicht super stark, aber er war da. Und generell ist das Stadion in Eugene sowieso nur für Leichtathletik ausgelegt. Das heißt, die Diskuswerfer werfen von der Mitte des Platzes bis ans Ende. Und das sieht total cool aus, weil ja, man ist einfach mitten auf dem Rasen. Und ja, mal sehen, jetzt am Freitag ist Schönebeck dran. Ich hoffe, ich kann die Leistung noch ein bisschen halten. Vielleicht rutscht mir noch einer raus. Sehr schade mit den 70 Metern, weil im Prinzip ist es der gleiche Wurf. Und ja. Mal landet er bei 70-10 und mal bei 69-50 oder 69-75. Deswegen ist es ein bisschen schade, aber naja, wir werden sehen, was das für Moskau alles bedeutet. Piotr Malachowski war sehr stark und deswegen ja, muss man immer Obacht geben. Ich freue mich natürlich auch auf Martin Wierich jetzt, ein weiteres Duell in Schönebeck und ich hoffe, es wird nochmal richtig weit gehen. Danke, ciao.